Herzlich willkommen, Christian Freistein, Fachhochschule St. Pölten. Ich bin gemeinsam mit dem Josef Buchner von der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich für die Planung und Umsetzung der Konferenz Inverted Classroom and Beyond zuständig, die am 20. und 21. Februar an der Fachhochschule St. Pölten stattfinden wird. Und wir haben hier eine von unseren Referentinnen dabei und ich mag Sie vorstellen, bitten, dass Sie sich vorstellen, Frau Wedler. Hallo, ich bin Katharina Wedler, ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU Braunschweig, bin Doktorandin im Projekt Mehrsprache. Eine unserer Aufgaben ist tatsächlich die Erstellung einer Blended Learning-Einheit und ich werde auch die erste Pilotierung auf der Tagung vorstellen und freue mich natürlich sehr über das Feedback und auch die Anregung, die ich hoffentlich bekommen werde. Gut. Ja, jetzt zu unserem einsteigenden Wordwrap. Das größte Potenzial vom Inverted Classroom Modell ist für Sie. Die Studierenden davon zu überzeugen, dass es tatsächlich auch wunderbare Vorteile hat, individuell arbeiten zu können. Einem anderen Lehrenden, einer anderen Lehrenden, der die mit ASM beginnen will, würden Sie empfehlen? Sich auf jeden Fall in die Technik reinzuarbeiten, sich nicht entmutigen zu lassen, wenn etwas mal nicht funktioniert und sich auch ein Support-System aufzubauen, also zu wissen, wen man fragen kann, falls es etwas gibt und nicht unbedingt alleine lösen zu wollen. Ja. Eine oft zu hörende positive Rückmeldung von Lernenden zum ASM ist was? Dass man auch mal individuell arbeiten kann, dass man in Gruppen arbeiten kann, dass man arbeiten kann, wann man möchte und wo man möchte und dadurch doch relativ frei ist und auch dann denken darf, wann man möchte und nicht dann, wenn man muss. Am stärksten merken Sie im Lehren Veränderungen durch das ASM, woran? Die Studierenden sind offener, setzen sich mit digitalen Medien auseinander und sind dadurch auch kritischer Medien gegenüber. Ihr persönliches ASM-Motto ist daher. Oh, das ist jetzt schwierig. Ich wünsche mir, dass das auf jeden Fall mehr in der Hochschule aufgenommen wird und angenommen wird, auch von den Lehrenden. Bei der Konferenz freuen Sie sich auf. Ich freue mich auf den Austausch mit anderen Kollegen und freue mich auch zu erfahren, wie andere Disziplinen mit dem Inverted Classroom umgehen und trage gerne die Ergebnisse zurück an die Universität Braunschweig. Alles gut. Dankeschön. Was werden Sie bei der Konferenz einbringen, inhaltlich? Ich werde ein Poster mitbringen und werde das so gestalten, dass wir auf der einen Seite auf dem Poster die ersten Ergebnisse unserer Pilotierung sehen. Wir können sehen, welche Videos die Studenten im Sinne eines Erklärvideos erstellt haben und wie dann die Studierenden eines Jahres später mit diesen Videos umgegangen sind. Also wir haben Peer-Learning-Elemente und auch die ersten Feedback-Runden. Wir evaluieren nach jeder E-Learning-Einheit in der Präsenzphase diese E-Learning-Einheit. Und ich kann dann auch zeigen, was wie funktioniert hat. Also wir haben sowohl Gruppenarbeiten, die die Studierenden selbst erstellen mussten, als auch Erklärvideos, die sie sich anschauen mussten, sodass wir auch schauen können, was eigentlich im E-Learning-Bereich funktioniert und was nicht gut funktioniert. Sehr, sehr, sehr cooler Ansatz. Arbeiten da die Studierenden mit einer bestimmten Software oder ist das ganz individuell? Wir haben das alles bei StudIP hochgeladen, das ist MOOCs. Ja, Ja. ja, Das ja. kennen die Studierenden auch aus anderen Seminaren, von daher funktioniert es ganz gut und wir sind auch jederzeit ansprechbar. Also falls Sie nicht zurechtkommen mit der Plattform, wissen Sie, Sie können sich melden. Und so. Wie haben Sie diesen Prozess erlebt? Weil, also eine These, die ich auch immer wieder habe, ist, dass durch die Erstellung, also durch den Weg der Erstellung zu einem Video ein sehr hochkomplexer Lernprozess entsteht, der eben dieses Deeper Learning, dieses vertiefte Verstehen total unterstützt. Ja, also das war auf jeden Fall im Wintersemester 16, 17 so, da wurden ja die Erklärvideos erstellt. Dadurch ist ein bisschen von dem Inhalt natürlich weggefallen, weil mehr Zeit auch für die Aufbereitung der Technik da sein musste. Aber tatsächlich waren die Studierenden unglaublich angetrieben. Die hatten den Ansporn, etwas zu verstehen und dadurch, dass sie einen komplexen Text, der auf bildungssprachlichem Niveau verfasst war, herunterzubrechen in keine Alltagssprache, aber schon einfachere, kurze, prägnante Texte, mussten sie sich nicht nur mit dem Inhalt auseinandersetzen, sondern auch im Sinne des Storytelling versuchen, das einzubetten in eine alltagsnahe Geschichte. Und das ist eine Herausforderung, die die Studierenden wunderbar gemeistert haben. Und in der Rückmeldung der Studierenden, in der Reflexion, haben sie auch gesagt, dass sie dadurch erst verstanden haben, worum es eigentlich geht. Das heißt, dass dieses Learner-Generated Content-Ansatz, den Sie da ja umsetzen, für das
Inverted Classroom Modell eine ganz eine wesentliche Bedeutung hat und eigentlich noch ein bisschen mehr hinausgeht als ich als Lehrender stelle was zur Verfügung und die Studierenden machen was dann damit, ne? Ja, das auf jeden Fall. Und das ist auch das Tolle, dass die Studierenden eingebunden sind und auch aufgefordert sind, selber etwas zu kreieren. Und das sind alles Lehramtsstudenten gewesen. Also wir hoffen uns auch durch die Arbeit mit den Medien, dass sie ein bisschen weniger Hemmung davor haben und vielleicht auch selber mal mit den Schülern in der Schule ein Erklärvideo erstellen. Ja, also einer der wirklich sehr schönen Poster im Rahmen von unserem Dialog, Poster Walk, der am zweiten Tag stattfinden wird, auf den wir uns sehr freuen. Gut, ja, liebe Frau Wedler, vielen Dank, dass Sie sich Zeit für dieses Gespräch genommen haben und wir sehen uns dann in St. Pölten und bitte anmelden für die Konferenz Inverted Classroom und Beyond an alle, die dieses Video sehen. Dankeschön, ich freue mich schon sehr.